Liebe Freunde der Astrologie, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem nächsten Video, die kommende Sonnenfinsternis am 20.04.2023. Mein Name ist Thomas Keil. Ja, heute ist der 16.04. und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, befinden wir uns kurz vor einer Sonnenfinsternis und die Sonnenfinsternis ist immer früher spürbar oder die Energie setzt früher ein als der herkömmliche Neumond. Ich werde euch dann später etwas noch Genaueres darüber erzählen. Vorher möchte ich noch ein, zwei interessante Horoskope zeigen, die ich das letzte Mal nicht gezeigt habe. Und zwar für die, die sich interessieren, es hat ein Erdbeben gegeben in Kärnten, also auch dort, wo ich gewohnt habe, hat man es gespürt. Am Ossiacher See. Also es war am 2.04.2023 und um 22.15 Uhr hat es auf einmal draußen einen wilden Lärm wie ein Gewitter, ein tiefes Gewittergrollen gegeben und dann hat auch der Boden leicht eben gewackelt. Ich habe das am Anfang gar nicht so mitbekommen, dass es ein Erdbeben war. Ich habe immer gedacht, ein wilder Donner ist dann niedergegangen und habe dann eben später erfahren, dass es eben ein Erdbeben war. Das Epizentrum ist in der Nähe von St. Veit an der Glan gelegen und ich möchte euch gern zeigen, natürlich habe ich als Astrologe dann natürlich sofort hineingeschaut, nämlich ich möchte euch gern zeigen, wie man eben Erdbeben in der Astrologie zuordnet. Ja, also grundsätzlich ist ja dem Erdbeben Saturn, dem Stein, nicht? Und Saturn ist ja dem Stein und dem Erdboden praktisch eben zugeordnet, der Erde. Und Uranus ist ja eben die plötzliche Veränderung oder dieses plötzliche Durchschütteln. Ja? Also das ist eben der Uranus. Beim Wetter steht er natürlich auch oft für Stürme und wilde Windböen, der Uranus. Und grundsätzlich ist einmal, müssen die zwei Planeten einmal vorhanden sein, damit es grundsätzlich ein Erdbeben geben kann. Jetzt kommt aber noch etwas Zusätzliches dazu. Es ist nämlich so, dass Pluto grundsätzlich immer die Unterwelt beherrscht. Und ich habe euch letztes Mal eben schon gesagt, wenn Pluto das Zeichen wechselt, das ist meistens eben sehr, sehr stark spürbar, vor allem weil er jetzt in den Wassermann wechselt. Ja? Und dieses tiefe Grollen aus dem Erdreich, könnte man jetzt sagen, die sich dann in den Schallwellen eben in der Oberfläche fortsetzt. Also für mich hat sich das wirklich fast wie aus der Unterwelt angehört. Ja? Also es war eigentlich eindeutig plutonisch und wir sehen ja, dass eben am 23.03. hatte der Pluto genau in Wassermann gewechselt und jetzt befindet er sich auf diesem kritischen Grat. Man bedenke auch das schlimme Erdbeben in der Türkei. Es hat auch letzten Sommer sehr, sehr viele Erdbeben gegeben. Da haben wir ja gehabt, dass Uranus mit dem Jupiter zusammengestanden ist, der alles eben vergrößert hat. Und jetzt sehen wir eben, der Pluto zeigt schon mächtige Veränderungen eben in der Energie an. Und das Interessante ist, dass Pluto jetzt natürlich in den Wassermann gegangen ist und ihr beschäftigt euch ja schon länger jetzt mit Astrologie und ihr wisst, Wassermann, dem gehört zugehörige Planet ist Uranus. Ja? Also das passt eigentlich auch wieder sehr gut zusammen. Also grundsätzlich müssten diese drei Faktoren oder diese zwei Faktoren immer zusammenspielen, Pluto, Saturn, und Uranus. Uranus ist eben diese plötzliche Erschütterung, was auch eben auch immer passiert, weil ein Erdbeben kommt natürlich plötzlich ohne Vorwarnung und ist deswegen eigentlich ja schwer bis gar nicht vorauszusagen, außer dass man eben sagen kann, es kommt jetzt natürlich grundsätzlich durch Pluto in den Wassermann verstärkt zu Bewegungen überall auf der Welt. Und wir merken es ja auch. Ich habe das letzte Mal eben aufgezeigt, was da alles jetzt da los ist mit den Protesten in Frankreich. Ja. Auch natürlich Pluto gehört das Großkapital, also die ganzen Milliarden. Ja, das ist natürlich dieses Thema mit den Bankenkrisen. Dann haben wir natürlich auch das ganze Erdöl, Erdgas, also alle Schätze, die im Boden liegen, sind da grundsätzlich eben auch Pluto zugeordnet. Also ihr könnt es jetzt da erkennen, dass relativ viel in Bewegung ist.
Und ja, man kann ein Geburtshoroskop natürlich aufs Erdbeben erstellen. Und das erstellt man dann so, also es war am 2.4., genau um 22:15 Uhr. Das Epizentrum war eben in der Nähe von St. Veit an der Glan. Ob das jetzt ein paar Kilometer auf oder ab ist, ist da jetzt überhaupt nicht wichtig. Und was da jetzt interessant war, ist das, dass der Uranus genau auf die Hauptachse, auf einen im Horoskop den Deszendenten gegangen ist. Und ich habe es immer wieder beobachtet bei meinen Wetterbeobachtungen, wenn jetzt irgendetwas auf eine Hauptachse geht, dann passiert meistens, dass es genau zu diesem Zeitpunkt der wilde Sturm losbricht oder irgendwelche Dinge eben passieren. Ja? Also zum Beispiel ein wilder Regenfall, da kann der Neptun beteiligt sein. Ja? Und Stürme habe ich schon erlebt, wo der Uranus auf den Deszendenten gegangen ist. Und dieser Deszendent ist natürlich ortsabhängig. Ist natürlich so, dass es jetzt innerhalb von Österreich, habe ich schon gesagt, nicht so viel Unterschied macht. Nord und Süd sowieso nicht, aber Ost und West merkt man natürlich schon einen Unterschied, der relativ stark ist. Aber innerhalb von Österreich. Deswegen kann man jetzt natürlich das ganz genau auf einen Ort sehr, sehr schwer voraussagen. Aber wir sehen, es ist genau deswegen passiert, weil der Uranus auf diese Hauptachse gegangen ist. Und wir sehen sogar noch etwas, dass Saturn in der Nähe von der Hauptachse eben auch noch gestanden ist, auf dem IC, auf dem Lebensgrund. Also das sind genau diese drei Faktoren, die für Erdbeben eben grundsätzlich eben zuständig sind. Und ja, warum habe ich letztes Jahr im Sommer diese Erdbeben auch vorausgesagt? Es war auch auf der Welt einer der erdbebenreichsten Sommer. Das hat damit zu tun, dass Uranus im Stier steht. Und Stier ist ja der Erde zugeordnet. Und Uranus ist eben, ja, dieses plötzliche Hereinbrechen oder diese Veränderungen ja, in der Erde, die eben stattfinden. Und deswegen sieht man jetzt natürlich, dass es jetzt natürlich in den nächsten Jahren immer wieder zu Bewegungen kommen kann. Nun kann man das natürlich sehr, sehr schwer eben voraussagen, an welchen Orten das jetzt genau stattfinden wird. Aber wir sehen natürlich durch Pluto im Wassermann ist da jetzt natürlich gerade an dieser Zeichengrenze, wo der jetzt so die Zeichen wechselt, ist das natürlich ziemlich stark vorhanden. Ja, das war jetzt dieser kurze Beitrag eben zu diesen Erdbeben. Interessant ist, wenn man die genauen Geburtszeiten dann eingibt, wann ein Erdbeben stattfindet, findet man auch meistens dann die Planeten an der Hauptachse und dann sieht man, warum das dann eben so losgeht. Dann möchte ich noch eine zweite Sache einbringen. Es geht um dieses ungewöhnliche kalte Wetter. Ja, natürlich beim Wetterdienst weiß natürlich keiner, warum das Wetter so kalt ist. Wir Astrologen wissen das natürlich, warum es so kalt ist. Ja, und zwar beim Wetter ist es immer so, dass die Neu- und Vollmondhoroskope zuständig sind für die Wettervoraussichten oder wie sich die Energie des Wetters die nächsten 2 Wochen entwickelt. Es gibt aber auch eine größere Vorausschau, und zwar es gibt hier diese 4 Kardinalpunkte im Horoskop, nämlich wenn am 20.03. die Sonne in den Widder eben geht, da haben wir Tag- und Nachtgleiche, es ist Frühlingsbeginn, das ist zwischen 20. und 21. März. Da gibt es ein sogenanntes Quartalshoroskop, das gilt dann bis 21. Juni, wo wir den Sonnenhöchststand haben, also den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Und dann gibt es ja den nächsten Wendepunkt im Herbst, im September, wo wir wieder Tag- und Nachtgleiche haben. Und dann gibt es am 21. Dezember natürlich dann die längste Nacht und den kürzesten Tag. Das sind diese 4 Punkte im Horoskop und da kann man Abschnittshoroskope grundsätzlich erstellen, natürlich wieder genau auf den Ort. Also in dem Sinn, in dem Fall habe ich jetzt genommen, natürlich die Sonne ist eingetreten in den Widder am 20.03.22:24 Uhr und den Ort habe ich bei uns am Ossiacher See genommen. Das kann man jetzt verschiedene Orte natürlich eingeben.
Wenn man jetzt natürlich Wien eingibt, sind ein paar Grad verschieden, ist aber jetzt nicht großartig eben unterschiedlich. Natürlich, wenn man jetzt viel weiter weg geht nach Spanien oder irgendwo, dann ist dieser Saturn natürlich eben nicht mehr so auf der Hauptachse zu finden. Also man kann diese Quartalshoroskope hernehmen und kann schauen zum Beispiel, ja, wie wird der Frühjahr, ja, und ich habe es letztes Mal schon gesehen, habe es nicht gesagt, es ist der Saturn, der im Horoskop genau wieder auf einer Hauptachse steht. Also im Prinzip geht es wieder um diese Hauptachsen und Saturn steht immer für die Kälte. Da bietet sich die klassische Astrologie jetzt wieder sehr gut an, nämlich die klassische Astrologie hat die Planeten eingeteilt in Temperaturen, könnte man jetzt sagen, und in den Aggregatzuständen, wie sie sind. Und Saturn ist eben der Kälte und der Trockenheit eben zugeordnet. Und zum Beispiel das Zeichen Fische ist jetzt auch natürlich der Feuchtigkeit und der Kälte zugeordnet. Also wenn jetzt Saturn in Fische steht, haben wir den Kälteplaneten in einem Feuchtigkeitszeichen. Also da haben wir jetzt Kälte mit Feuchtigkeit eben grundsätzlich kombiniert. Gleichzeitig haben wir den Uranus am Deszendenten im Stier. Das würde jetzt zum Beispiel eben auch diese Erdbebengeschichte zum Beispiel eben auch anzeigen. Uranus heißt immer, erwarte das Unerwartete, sind plötzliche Ereignisse, die eben gerade eben stattfinden. Und so sieht man eben zum Beispiel, warum das Wetter jetzt so außergewöhnlich eben kalt ist. Dieses Horoskop würde jetzt gelten bis 21. Juni. Jetzt können wir natürlich schauen, wie die einzelnen Zwischenhoroskope eben sind, ob wir da vielleicht einmal eine Zwischenerleichterung bekommen, werden wir auch sicher bekommen, aber die Grundsituation, dass dieser Saturn bis 21. Juni uns jetzt erhalten bleibt, die werden wir jetzt eben grundsätzlich haben. Und so kann man eben immer schauen, sind Planeten auf Hauptachsen, da haben sie die größte Gewichtung, das auch beim Erdbeben gesehen da. Und da kann man natürlich dann eben schauen, wie es eben mit diesen Temperaturen oder mit dieser Großwetterlage grundsätzlich eben ausschaut. Ich habe mir gedacht, das bringe ich jetzt, weil es doch relativ interessant ist und dass man sieht, dass die alte klassische Astrologie, die ja von den Griechen entwickelt wurde, schon vor über 2000 Jahren, dass die eben schon ein enormes Wissen über Astrologie gehabt haben und dass er teilweise heute in Vergessenheit geraten ist. Aber durch neueste Übersetzungen kommt die klassische Astrologie jetzt immer wieder mehr in Mode und man bekommt auch immer wieder die schönen Bestätigungen. Und ich finde, das ist ja eben so schön, dass man das jetzt einteilen kann. Saturn ist ein Kälteplanet, er ist grundsätzlich trocken. Fische ist eben der Feuchtigkeit eben zugeordnet. Das ist auch ganz interessant, nicht? Und Saturn steht in Fische und auf einer Hauptachse. Und deswegen haben wir da in unserer Gegend jetzt eben dieses kalte Wetter. Ja, so viel zum Thema eben Wettervoraussage kann man mit der Astrologie eigentlich auch nicht so schlecht betreiben. Ja, dann kommen wir jetzt zur Sonnenfinsternis, die am 20.04.2023 um 6:12 Uhr in der Früh eben stattfindet. Für diejenigen, die meine Videos schon länger verfolgen, in meinen alten Videos bei den Sonnenfinsternissen habe ich das eben ganz genau aufgezeigt. Eine Sonnenfinsternis ist ein spezieller Neumond, wo sich eben die Sonne und der Mond auf gleicher Bahnebene, auf gleicher Höhe begegnen, damit eben der Mond die Sonne verdecken kann. Und das ist natürlich nicht überall auf der Erde eben gleich, weil man natürlich unterschiedliche Aussichtspositionen eben haben. Diesmal ist diese Sonnenfinsternis sichtbar in Südostasien, Australien, also eher im nördlichen Australien läuft dieser Kernschatten durch, wo sie ganz verdunkelt ist. Philippinen, Indonesien, Bali, diese ganzen Staaten dort läuft eben diese Sonnenfinsternis genau durch, beziehungsweise kann sie beobachtet werden.
Also bei uns sieht man es eben nicht. Was man jetzt astrologisch dazu grundsätzlich eben deuten kann, ist eben das, dass es eben für diesen Bereich, ja, dort eben Indonesien, Australien, China, südchinesischer Bereich, dass das eben dort verstärkt zur Auswirkung kommt. Eine Sonnenfinsternis, wie gesagt, ist dieser spezielle Neumond. Es wird natürlich immer sehr stark mystifiziert. Das kommt noch aus der alten Astrologie heraus, die sehr viele Vorteile hat. Auf der anderen Seite wurde auch sehr wild oft oder knallhart interpretiert. Und da war das Finsternis war immer etwas ganz, ganz Schlimmes. Die Leute haben sich sehr gefürchtet. Ich erzähle da immer gerne die Geschichte, wie ich Sonnenfinsternisse erlebt habe. Ich habe sie einmal so erlebt, dass ich bei einem Seminar war, wo ich halt immer im Seminare war, und plötzlich ist es so gewesen, dass an einem Wochenende zusätzliche Stühle hineingestellt werden mussten. Also es war plötzlich brechend voll, es war fast überfüllt, es war eine tolle Energie beim Kurs, und ich habe mich, damals habe ich noch ganz kurz Astrologie gelernt. Ich habe mich immer gefragt, was ist das für eine besondere Energie? Es war so eine Bewegung drin und so viele Leute, und es war ganz außergewöhnlich. Bis ich dann drauf gekommen bin, wir waren genau ein paar Tage vor einer Sonnenfinsternis. Also das heißt, dort bin ich eben so richtig praktisch drauf gekommen, und es zählt ja nur die Praxis eigentlich im Leben. Man kann in der Theorie immer viel wissen, aber die Praxis ist es, wenn man das Ganze dann erlebt. Eine Sonnenfinsternis ist eben stärker wie ein herkömmlicher Neumond, und Neubeginne verstärken sich, und die Energie ist einfach grundsätzlich stärker spürbar. Das ist also eben grundsätzlich dieses unter Anführungszeichen eben Geheimnis einer Sonnenfinsternis. Und natürlich, wenn die jetzt in Spannung steht mit nicht so tollen Planeten, mit schwierigen Planetenenergien, dann kann es natürlich auch zu schwierigen Ereignissen kommen. Und wie ich das letzte Mal das schon gezeigt habe, kommt das immer darauf an, wie steht das über meinem persönlichen Geburtshoroskop. Ja? Habe ich die Sonnenfinsternis sehr positiv irgendwo drüber stehen, über positive Planeten, dann wird sie mich pushen, dann wird sie mich nach vorne bringen. Steht es auf einem sehr schwierigen Planeten, dann geht es mir sehr, sehr schlecht, oder ich habe sehr, sehr viele Themen in dieser Zeit zu erledigen. Ja? Die auf einem Saturn bei mir steht zum Beispiel, dann muss ich in dieser Zeit viel arbeiten, ich habe viel zu erledigen, ich muss viel abarbeiten, es geht etwas vielleicht oft zäher, ja, und es ist ein bisschen schwieriger, oder man hat eben wirklich viel zu tun. Und das muss man halt immer wieder berücksichtigen bei den ganzen Sonnenfinsternissen. Natürlich wird oft bei den Astrologen da meiner Meinung nach ein bisschen überzogen, obwohl man immer sagen muss, so wie ich bei dem einen Seminar das erlebt habe, es ist schon eine ordentliche Power-Energie da, die eben da ist, und wie gesagt, kommt immer darauf an, wo sie eben drüber steht. Die allgemeinen Auswirkungen können wir natürlich eben sehen, und diese Sonnenfinsternis ist diesmal eigentlich in diesem Fall besonders, weil sie auf den letzten Graden Widder stattfindet. Ja, Widder ist ja ein Feuerzeichen, ein Kampfzeichen, und auf 29 Grad 50 Bogenminuten, also am letzten Zipfel praktisch des Widders, Widder Sternzeichens. Und das bedeutet natürlich, da ist die Energie nicht so sehr stabilitätsgebunden und nicht noch sehr eine gerichtete Energie. Ja? Also das heißt, da kann es zu Unsicherheiten kommen, da kann es zu Unstabilitäten kommen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schwieriger Grad am Ende des Zeichens wieder. Und deswegen haben auch die Astrologen natürlich dann logischerweise gesagt, dass diese Sonnenfinsternis etwas schwieriger ist, zumal sie natürlich genau in Spannung zum Pluto steht. Und ihr seht ja, der Pluto steht noch immer auf 0 Grad 29 Bogenminuten im Wassermann. Das heißt, gerade erst in den Wassermann gegangen. Er steht praktisch zwischen zwei Zeichen. Er wird im Juni wieder zurück in den Steinbock wechseln, kurz noch einmal. Aber also bis 21. Jänner 2024 wechselt er dann noch einmal in den Steinbock. Aber ihr seht schon, das sind lauter Unsicherheitsaspekte. Ja? Das heißt, Pluto, haben wir schon vorher gesagt, das sind die ganzen Machtaspekte, das ist das Massenkapital,
Das sind Machtkonflikte, das sind Themen, die an die Oberfläche kommen. Und im Winter können die oft sehr ungerichtet und sehr emotional natürlich ihre Anwendung finden. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich aufpassen, dass wir uns nicht zu gewissen Dingen hinreißen lassen. Keine Voreiligkeiten sollten wir eben machen. Ich habe seit einigen Tagen wieder gesehen, es vermehrt auch wieder Unfallgefahr. Es ist wieder vor einigen Tagen schon zu einigen Unfällen eben gekommen. Das ist genau diese letzten Grade wieder, die oft voreilig machen, unkonzentriert machen. Und dann passieren eben oft eben solche Sachen. Und das kommt jetzt natürlich darauf an, wo steht diese Finsternis, bei welchem Land steht die wo drüber. Über ein amerikanischen Horoskop zum Beispiel steht sie halt auch sehr gespannt. Also man sieht, innerlich muss da halt sehr viel an den Machtthemen eben gearbeitet werden, auch in Amerika. Und ja, und man merkt es ja an den ganzen Diskussionen, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ja, Verbrenner aus oder nicht, Atomstrom, künstliche Intelligenz, dann auch dieser Streit in der Partei, in der SPÖ. Also man merkt es momentan an allen Ecken und Enden, Proteste in Frankreich, dann im Sudan ist wieder irgendetwas los, habe ich heute gelesen in den Medien. Dann zwischen Nord- und Südkorea hat es wieder irgendeine kleinere Reiberei gegeben, ja. Irgendwelche Warnschüsse sind wieder abgegeben worden. Also wir haben auch diesen Konflikt zwischen China und Taiwan noch irgendwo da. Also ihr merkt, das sind eben diese ganzen Sachen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält diese Energie der Sonnenfinsternis an? Ein Neumond hält ja so 2 Wochen an und man kann eigentlich sagen, ja, eine Sonnenfinsternis geht grundsätzlich vom Zyklus bis zur nächsten Sonnenfinsternis. Die nächste Sonnenfinsternis ist eben am 14.10.2023 und da werden wir dann eben diese Sonnenfinsternis abgelöst bekommen. Also jetzt ist schon grundsätzlich eine Energie da, die für alle ziemlich herausfordernd ist. Der nächste Vollmond ist jetzt am 5.5. und in diesen 2 Wochen sind die Konstellationen eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann starten wir eben auch in den Mai und im Mai haben wir dann Mitte Mai noch einmal eine sehr, sehr gespannte Konstellation, weil der Mars dann noch einmal in die Spannung zu Pluto und auch zu Jupiter noch einmal läuft. Und da geht es nochmal richtig eben grundsätzlich eben zur Sache. Also wir sind jetzt in 2 sehr spannungsgeprägten Monaten und deswegen dürft ihr euch nicht wundern, wenn natürlich die Spannungen auf der Welt oder die Nachrichten dementsprechend eben sind. Noch einmal vielleicht gesagt zur Pluto-Energie. Ich spüre ja immer hinaus und ich sage euch ja immer, spürt hinaus, was spürt ihr draußen? Und bei Pluto ist es ganz interessant. Pluto ist ja der Planet der Unterwelt. Und wenn man jetzt zum Pluto hinausspürt, da spürt man irgendwie, dass alles steht. Es ist auch heute so eine ganz merkwürdige Energie draußen. Es steht so alles. Man hat so das Gefühl, es bewegt sich nicht weiter. Es geht tief hinunter in die Emotionen, aber irgendwie bewegt sich nichts leicht, nichts locker. Ja? Und das ist eben genau dieser Pluto. Weil Pluto holt alte Dinge aus uns heraus und möchte haben, dass wir sie loslassen. Nur der Pluto hat so eine Energie, dass er eigentlich eher festhaltet an Themen und nicht leicht loslässt. Und das Problem bei Pluto ist eben das, dass meistens dann eine Krise oder irgendetwas kommen muss, dass man dann von etwas loslässt. Ja. Also ihr könnt diesen Neumond grundsätzlich eben dazu sehr stark benutzen, um alte Dinge loszulassen, alte Dinge auszusortieren, die ihr nicht mehr braucht, die ihr nicht mehr benötigt. Das wäre eben zum Beispiel durch Pluto. Pluto ist der Planet der Transformation. Pluto ist der Planet, der auch Dinge beendet. Also ich kann auch Dinge gut beenden, eben grundsätzlich eben mit dem Pluto. Und es ist halt nicht so jetzt in den nächsten Tagen, nicht so eine leichte, lockere, fluffige Zeit, könnte man jetzt sagen, wo alles so eben locker eben von der Hand geht. Und wenn man das weiß und sich nach dem richten kann,
dann tut man sich natürlich auch leichter. Pluto intensiviert natürlich alle Dinge. Und wie gesagt, Sonnenfinsternisse sind auch immer so durch den Neumond immer so auch Themen für den Neubeginn. Und wie gesagt, vergesst bitte wirklich nicht eines nicht, man muss das immer übers persönliche Horoskop eben drüberlegen. Und den allgemeinen Wetterbericht, das ist jetzt das, was ich jetzt besprochen habe. Jetzt kann ich ja noch eins draufsetzen, weil Sie ja letztes Mal das ja schon gesehen haben, da habe ich das drüber gelegt über das Horoskop. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie man stark mit dieser Energie in Resonanz geht, nämlich wenn ich eine starke Pluto-Energie habe im Horoskop, dann habe ich ja den Pluto in mir angelegt, diese Schwingung. Und wenn jetzt irgendwo irgendetwas mit dem Pluto steht, dann spüre ich den natürlich auch. Also auch wenn es in meinem Horoskop jetzt nicht genau drüber steht und ich habe starke plutonische Skorpion-Verbindungen auch, ne? Pluto gehört zum Skorpion, dann spüre ich natürlich diesen Neumond und diese Sonnenfinsternis auch sehr, sehr intensiv. Also beobachtet einmal jetzt die nächsten Tage, wie es ihr den Pluto ebenso spürt. Man hat oft so das Gefühl, es geht irgendwie in die Unterwelt, es ist irgendwie fast geheimnisvoll, es ist irgendwie, ja, man hat fast so ein bisschen das Gefühl einer beängstigenden Schwingung. Und auf der anderen Seite ist es auch so das Gefühl, ich kann ganz tief in mich hineinhorchen, ich kann ganz tiefe Ebenen in mir erreichen. Also auf der einen Seite ist es auch ein sehr interessantes Thema, wo man sehr gut forschen kann. Also Pluto steht ja auch für die Forschung. Ja, auf das lade ich euch jetzt ein. Und wenn ihr diese Energie jetzt wisst, dann könnt ihr mit den Ereignissen auf der Welt leichter umgehen. Und zum Abschluss möchte ich euch, jetzt habe ich einen Ort noch eingegeben, also in dem Fall auch Bodensdorf. Also gehe nochmal kurz zurück zum letzten Horoskop. Das ist jetzt ein allgemeines Horoskop ohne Zeit und Ort. Ja? Also schon mit der Zeit, aber ohne Ort. Da habe ich keine Häuser und keine Hauptachsen. Und wenn ich jetzt einen Ort dazu eingebe, dann habe ich die Häuser und den Aszendenten, MC, IC, den Deszendenten. Und ich wollte das nur zeigen, weil wir diesmal wieder einen Planet auf einer Hauptachse haben für Österreich. Also das ist der Mars. Der Mars, also vom Wetter her wollte ich jetzt da eben noch kurz eingehen, der Mars ist eben grundsätzlich ein Hitzeplanet und steht für Hitze und Trockenheit. Aber ihr seht selber, er steht im Wasserzeichen Krebs. Und Krebs ist eben wieder ein Zeichen eben auch für die Kühle und für die Feuchtigkeit. Also wenn man das jetzt so interpretiert, könnte es vielleicht jetzt zwischendrin für die nächsten zwei Wochen da eben grundsätzlich wärmer werden, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz heiß, weil diese Feuchtigkeit durch den Krebs, also der Mars wird im Krebs natürlich, steht er in der klassischen Astrologie im Fall, das heißt, da steht er eher schwach, also diese Hitze wird von dem Krebs ein bisschen aufgesaugt. Aber interessant, dass man wieder einen Hauptachsen-Aspekt hier haben und den können wir natürlich jetzt fürs Wetter eben gut verwenden, aber die großräumige Wetterlage finden wir eben in diesem Quartalshoroskop. Ja, das waren soweit meine Ausführungen. Ich melde mich das nächste Mal wieder zum nächsten Vollmond, der dann eine Mondfinsternis sein wird. Nach einer Sonnenfinsternis folgt immer wieder eine Mondfinsternis und werde euch dann über diesen Vollmond, über diesen speziellen Vollmond eben berichten. Ja, noch kurz zu meiner Person. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, mit spiritueller Astrologie und auch jetzt seit neuestem mit Karma-Analysen. Also wenn jemand ein Horoskop haben möchte, Prognose haben möchte oder über sein Karma genauer Bescheid wissen möchte, dann sehr gerne bei mir melden. Ich wünsche euch eine gute Zeit und alles Gute bis zum nächsten Folge.